Haben wir hier noch ein paar Edelsteinchen. Was ist hiermit? Ist das auch nochmal... Oh, wir waren hier... Okay, hier waren wir noch nicht. Ich höre etwas. Ich habe mich, glaube ich, nur verhört. Das war ich wahrscheinlich selbst. Okay. Anscheinend gibt es hier doch keine Flasche. Ich möchte noch nicht mit dir reden. Aber wir waren hinten noch nicht in der... Oh, da liegen auch noch zwei rum. Ja, komm, da gehen wir jetzt hin. Und da ist noch so ein Ding. Wir gehen erstmal hier hinten in die Höhle. Wir sind auch wieder Höhlenmalereien. Der olle Blubbertopf. Auch schön hier mit den Hölzern hier unten drin und den Algen oder Pflanzen oder was das hier auch immer ist. Gut, dann machen wir jetzt... Nee, ich hole mir erstmal die eine Flasche da. Oh. 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 Hör auf zu lachen. Ach schade, das geht gar nicht mehr. Ein Zehner und uns fehlt mal wieder ein einziger Edelstein. Den suchen wir uns jetzt aber noch. Irgendwo da. Hier unten. Da hinten, sagst du? Ah, da. Ja gut, da wären wir auf jeden Fall, mit, wenn ich das Quietsche-Entchen da gebracht hätte. Ja komm, wir sind jetzt gerade hier unten, da können wir auch gerade mal hier rüber den alten Professor besuchen. Ah, Spyro, schön dich zu sehen. Ohne meinen Bleistift bin ich völlig nutzlos. Ich habe hier dieses Ei. Vielleicht kannst du es gegen meinen Bleistift eintauschen. So. Bin mal auch gespannt, ob das wieder so ein pummeliger Bleistift ist. Gibst uns, was gibst du uns? Oh. Was ist das denn? Wo ist das Ei hin? Da. Warum ist das da? Kommt der jetzt da unten rein oder kommt er in die Suppe? Bin mir sehr unsicher. Okay, kam doch hier rein. Alter. So. Gruselig. So, jetzt bringen wir dem Entchen das Quietsche-Entchen wieder. Gegen den Kopf. Ja. Das
kommt da oben in die Suppe. Dann kriegen wir, glaube ich, die Münze. Und die Münze. Können wir dann in den Brunnen schmeißen. Und der Brunnen gibt uns dann den hoffentlich kleinen Pummelstift wieder. Münzchen. Ach, ich habe gerade den Brunnen gesucht. Plopp. Einfach so. Plopp. Und es ist immer noch ein kleiner Pummelstift. Das ist schön. Da hast du. Mein Bleistift! Jetzt kann ich wieder das Alter des Universums berechnen. Hier, nimm diese Kugel. Elora denkt, ich würde sie verlieren. Mhm. Supi. Jetzt fehlt uns nur noch die eine Kugel von unserem Herrn Autofuzzi da oben. Ein freundliches Gesicht. Diebe haben 4 Zündkerzen geklaut. Und jetzt komme ich hier nicht weg. Bitte, hol mir die 4 Zündkerzen zurück. Fang Diebe, um die Zündkerzen zurückzuholen. Der pfeift nicht mehr. Ich meine, der hätte vorher gepfiffen. Naja. Gut, dann... Oh, scheiße. Ich habe mich sowieso schon gewundert, wann das mal nicht mehr so gut geht, dass ich nicht gesprungen bin. Oh, da war ich jetzt aber ein bisschen blöd. Da bist du. Jetzt ist er, glaube ich, weitergelaufen. Ich will dich doch nur austricksen. Steht er jetzt wieder da? Jetzt ist er weg. Quark. Wo ist der gute Mann denn? Okay, hier springen. Ganz wichtig. Ja, ja, ja. Ach ja. Ja, vielleicht das ist jetzt hier auch wieder was schwerer, weil es halt so ein Jagdding ist. Ach, fick dich doch, Spyro, Mann. So. Erste Zündkerze hätten wir. 4 Stück. Da war einer, der lief hier unten im Kreis irgendwo. Da. Es irritiert, dass der stehen bleibt. Nummer 2. Nummer 3 war in der Höhle und Nummer 4 konnte, glaube ich, tauchen.
Okay, da hatte ich mir den schlimmsten musste ich mir schon mal nicht antun. Das ist ganz gut. Und hier könnte man, glaube ich, einfach stehen bleiben. Wenn sie es nicht geändert haben, konnte man hier einfach stehen bleiben. Der kam dann irgendwann zurück. Ja, da kommt er. So. Zack. Ich bin wieder mobil. Hier, Drachenfreund. Gehört eigentlich ins Museum. Doch du hast es dir verdient. Dankeschön. Ich habe mir noch gar nicht deine Karre angeguckt. Fällt mir gerade mal auf. Mit einem Sitz. Total süß. Gut, dann haben wir hier alles. Ja. Ab nach Hause. So, ich glaube, wir haben jetzt alle Kugeln. Alle Kugeln. Und ich glaube, wir können jetzt Ripto besiegen. 5900 Edelsteine. Ich meine, wir hätten alles. Ich glaube schon. Ich hoffe jetzt nicht, dass ich irgendwas vergessen habe. Deswegen begeben wir uns jetzt einfach zu Ripto und tut mir leid, falls ich ein Level vergessen habe, aber ich meine, wir hätten alle. So. Können wir uns auch die letzten Bildchen hier angucken. Ja, siehste! Gut, dass ich da nicht... Hey, Kleiner. Vielleicht kann ich helfen. Was? Du schon wieder? Yep. Du willst den Energiekristall testen? Ich melde mich freiwillig. Ich halte auch schön still, versprochen. Die Idee mag ich. Drache, du bist geliefert. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. Ich habe mittendrin aufgehört, weil die Sequenz angefangen hat. Ach, genau. Wir konnten gar nicht alle Bilder angucken. Na gut, dass ich das letzte Mal nicht zu tief in den Tunnel reingegangen bin. Weil hätte man Ripto schon viel zu früh bekämpft. Spyro, wir wollen dir im Kampf gegen Ripto helfen. Elora benutzt die Kugeln, um Power-Up-Energie zu speichern. Jäger wird dir die geladenen Kugeln zuwerfen, wenn sie bereit sind. Der Professor experimentiert gerade mit neuen Formen von Power-Up-Energie. Bald wirst du also Fähigkeiten haben, die noch niemand zuvor gesehen hat. Wir haben leider die US-Version von der Musik genommen. Ist ja auch die US-Version des Spiels, aber ich hätte gehofft, dass sie das geändert hätten. Da ist nämlich dieser komische Opernsänger, der da total am Ausrasten ist. Den mag ich nicht. Gut, auf geht's. Oh, bin voll reingelaufen, ey. Oh ne, blau ist scheiße. Nochmal blau. Das kannst du haben. Ich habe irgendwas gehört. Oh, ein... Das ist schön. So, was machst du?
Warum kriege ich nur die blaue Scheiße, ey? Jetzt hat er blau. Was macht der? Ach so, okay. Nochmal blau, natürlich. Rot. Voll reingelaufen. Mann, schmeiß sie doch mehr zu mir, du Doofkorb. Oh, grün, 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 grün. Ja, die waren aber im Original effektiver, so. Was war grün? Achso, so ein Pup. Nochmal grün. Ja, grün, da hab ich echt. Ah, schön. Zweite Stufe. Da hab ich echt lieber das Blaue als das Grüne. Ja, da war ich selbst doof. Meins, du Arsch. Oh, dass man die dem nicht wegnehmen kann, ne? Hallo? Was ein Scheiß. Okay, kann man doch mal wegnehmen. Oh, natürlich. Oh. Ach. Das verstehe ich halt nicht. Es ist halt total dumm, wenn ich so ein Schaf abfackel und ich einen Schmetterling davon kriege und ich keinen Sparks habe, warum das nicht direkt sich in Sparks verwandelt. Das ist total bescheuert. Meins. Oh, ich will kein Grün. Ugh.
Okay, das war gut. Einmal rot. Oh, wir kriegen rot. Geil. RGB? Ach so, weil wir wahrscheinlich mit rot, gelb und grün. Ah, weil wir jede Farbe wahrscheinlich einmal gekriegt haben. Habe ich gelb gesagt? Ich meine natürlich rot, blau, grün. Warum ist hier zweimal Ripto, Alter? Das ist super. Nee, ey. Oh, wie geil. Alter, verzieh dich, Mann. Wen muss ich denn jetzt hier bekämpfen? Ripto 1 oder Ripto 2? Toll. Oh, wie geil. Ach, scheiße. Huch. Nun. Das ist ein bisschen verwirrend jetzt gerade. Vor allem nimm mir beide Fuzzis. Aua. Beide Fuzzis nehmen mir die Scheiße weg, ey. Aber der Kleine greift nur an, wenn er voll ist. Okay, das ist interessant. Also, was heißt der Kleine? Da ist eine rote. Ah, Schippe. Scheiße, Mann. Oh. Ich habe jetzt aber nur einen hier, ne? Dankeschön. Meins. Das war ja was. Ich habe jetzt gerade gesehen, der hat so. Der ist am Spitzen, wenn er wegrennt. Oh, ich bin durch ihn durchgelaufen. Also irgendwas ist hier nicht ganz richtig, auf jeden Fall. Meins? Oh, scheiße. Jetzt sag mir bitte einer, warum? Warum die eben zweimal da waren? Tut mir leid, dass ich jetzt so leise bin. Ich bin mich halt ein bisschen am Konzentrieren hier, weil irgendwie ist das nicht ganz einfach hier. Vor allem, weil Herr Jäger auch so wenige... Ach, natürlich! Leg den... die einfach vor die Füße, ey.
Okay, jetzt ist er tot. Also er sah tot aus. Kann man das noch... Nee, kann man nicht überspringen. Aber er ist weg. Ja. Okay, ich muss hier auf jeden Fall das so handhaben. Wie bei dem Schluck. Wenn der schießt. Dass ich nicht in eine Richtung laufe. Ach, scheiße. Sehr schön. Halbe Energie abgezogen. Dafür haben wir auch nur noch ein Drittel der Energie. Fuck, ey. Da hinten ist noch eine. Eine Schaf. Okay, der pupt jetzt, ne? Ah ne, das ist Laser. Laser! Okay. Ah, scheiße, ey. Kannst du mal hier hinten was hinschmeißen, Jäger, bitte? Dankeschön. Nice. So, wie war das jetzt? Wenn wir jetzt sterben, müssen wir dann alles von neu machen? Oder... Oh! Alles von neu machen oder starten wir von hier aus? Ich weiß das nicht mehr so genau. Reingeflogen. Ich lege es aber auch drauf an, ne? Bist du denn? Da. Macht doch leider nicht mehr so Pupsgeräusche. Da bist du. Ja, das war ja mal easy. Da war der Rest viel, viel schwerer als das Ende hier. Genug danken, Spyro. Ich schätze, du musst jetzt gehen? Ja, es wird Zeit. Die Drachenwelten vermissen mich bestimmt und mein Urlaub wartet auch noch auf mich. Jetzt brauche ich ihn mehr denn je. Bevor du gehst, ich glaube, Geldsack möchte dir etwas geben. Hm, ich möchte das sicher nicht. Jäger? Spyro, Geldsack tut es leid, dass er dir auf der Reise durch Avala so viel abgeknöpft hat. Behalte die Edelsteine als Dank für deine Hilfe. Wow, danke. Sparks, nimmst du sie mit? Lass mich die neuen Koordinaten eingeben. Da! Spyro, jetzt kannst du zum Drachenufer. Hey, wieso kommt ihr nicht mit mir? Urlaub würde euch sicher gut tun. Das geht leider nicht, Spyro. Ripto mag weg sein, doch er hat während seines Aufenthalts viel zerstört. Wir müssen hier aufräumen. Aber denk dran, dass du immer vom Drachenufer nach Avala zurück kannst, um uns zu besuchen. Oh, okay. Komm schon, Sparks. Wir haben dringend einen Urlaub nachzuholen. Ja. Yeah.
So, diesen Abspann werden wir uns jetzt nicht nochmal antun. den hatten wir uns ja schon im ersten Teil angeguckt. Ich werde den aber trotzdem nochmal, wenn es möglich ist, am Ende dieses Partes abspielen lassen. Dieses Spiels. Einfach nur der Vollständigkeit halber. Ja, wir haben Ripto besiegt. Ich fand die ersten zwei Stufen viel, viel schwieriger. Wie guckt der? Die ersten zwei Stufen viel, viel schwieriger als, als die letzte Stufe. Und damals war das ja, glaube ich, immer anders irgendwie. Naja, ja, ich muss jetzt hier Schluss machen. In der nächsten Aufnahme werden wir uns dann hier um das Drachenufer kümmern. Außerdem die restlichen Trophäen holen, die uns fehlen. Und, ja. Dann müssen wir noch, ohne getroffen zu werden, Galb und Ripto besiegen. Aber das werden wir dann von den Trophäen abhängig machen, weil falls es da irgendwie was gibt, von wegen, dass wir das so schaffen müssen und nicht mit dem Super Power-Up da dürfen, dann müssen wir uns da auch nochmal ein bisschen dran die Zähne ausbeißen. Aber wenn das mit dem Superfeuer geht, dann machen wir das natürlich mit dem Superfeuer. Gut, dann hoffe ich, dass euch die heutige Aufnahme gefallen hat und dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Tschüss!